Aber naja. Hallo? Titan, it would appear your only way forward is to return to the surface. You will exit into an evacuated commercial district. Security is heavy, but you need not worry about collateral damage when engaging the enemy. About time. Finally, I can cut loose. Proceed to the right from the exit. You will find a stairway on your right. Those stairs lead to a shortcut to World Marshal Headquarters. Do not be distracted by the advertisements. You are not here as a tourist. Sure. I'll just buy a quick souvenir or two for Rose and that'll be it. Raiden, we must hurry. Remind me to teach you about sarcasm sometime. I understand your attempts at humor. I simply do not find them entertaining. Was? Mehr als unglaublich. Mir das einfach so zu sagen. Na dann. Machen wir erstmal das Ding hier. Mal gucken. Gerade hatten wir die 11. Jetzt bin ich mal gespannt, was kriegen wir jetzt. Jetzt kriegen wir 12. Dann habe ich wohl noch ein paar übersehen. Boah, Alter. Ernsthaft? Alter, schmeißt du nicht die ganze Zeit Granaten? Bist du dumm? Du Sack, ey. Ich sehe nix. Hi. Ah. Ha. Hi. Aua. Verdammt. Boah, Junge, jetzt geh mich auf den Sack mit deinem Scheiß. Stirb. Oh, Arm brauchst du eh nicht mehr. Habe ich gerade so entschieden. So, gib mir mal deinen Scheiß, dann brauche ich nämlich meinen Scheiß nicht benutzen. Ach, die sind tot. Ach, da kommt noch einer. It appears there are enemies on the overpass. I suggest cutting the road supports. That should bring it down. Okay. Wenn du das sagst, dann bin ich doch direkt dabei, oder nicht? Ach, da ist er. Hi. Hi. Dann bist du vielleicht nicht abhauen von mir. Ist ja total Knorke, ne? Komm schon. Nein. Die Raketen sind böse. Die machen ein bisschen Aua. Muss ich gestehen. Einfach kaputt machen, was man kaputt machen kann. Und weiter auf die Fresse. Lalala. Ich glaube, jetzt kommt ein Bosskampf oder so. Also am Ende von dem hier. Ein ziemlich cooler, wie ich finde. Und der hat mich am Anfang auch ein bisschen zum Verzweifeln gebracht. Weil da konnte ich auch noch nicht ausweichen. Blocken meine ich natürlich. Ausweichen fehlt mir trotzdem noch so ein bisschen. Oh, der Endkampf, der ist so gut, ne? Den Endkampf finde ich echt cool gemacht. Den finde ich ziemlich nice. So muss ich ihn lang. Da lang vermutlich. Oder? Nee. Nee, da lang. Vermutlich dort lang, alles klar. Ah, ah, ist okay. Ja, warte, ich. Enemy ahead, Raiden! Avoid fighting if you can. Enemy ahead. Mhm. Das ist ja was ganz Neues hier. Also, dass es hier Enemies gibt, boah, hätte ich nicht mit gerechnet, du. So, schon mal einer tot. Der eine wird es auf jeden Fall sehen. Weil man kann ja keine zwei ausschalten. Das wäre noch ziemlich geil, wenn das gehen würde, aber naja. Alles klar. Dann hat er es halt nicht gesehen. Auch gut. Auch gut. Dann hat er es halt nicht gesehen. Soll mir auch recht sein. So, jetzt holen wir uns erstmal den ganzen Schmarrn, der hier rumliegt. Da hinten ist noch eine Kiste. Hier in der Ecke, alles klar. So. Danke. Ausdauer plus 1. Noch irgendwas? Nope. Okay, na dann. Da sind noch mehr Feinde. Ist mir aber auch egal. Hier ist noch eine Kiste. Das ist viel wichtiger. Da hinten ist auch noch eine Kiste.
Also hier unentdeckt, das wird schwierig, glaube ich. Bestimmt machbar, aber... Naja. Mir soll es egal sein. Hm? Was ist denn da los? Hm? Oh, wir haben mich gesehen. Au. Oh, du kleiner Pisser, ne? Du warst es zwar nicht, aber du musst jetzt als erstes dran glauben. Okay. Jetzt bist du dran. Schießt einfach mit einer Rakete auf mich. Ist das zu fassen? Das ist echt unglaublich mit den Typen hier. Ah, 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 ah. Warum ich eigentlich jetzt 140 Leben? Hatte ich nicht gerade 130 die ganze Zeit? The stalk LQ-84 Fenrir, unable to speak. A real dog has a far greater intellect. Ah. So. Aua. Das ist egal. Das ist quasi das Modell, was auch wir jetzt dabei haben, der kleine Cyborg-Bull. Alter, warte mal, ich muss den mal kurz locken hier. Damit er mich nicht mehr überraschen kann. Ja, komm. Alter, die gehen mir ein bisschen auf den Sack manchmal, wenn die hier immer abhauen, ne? Halt auf mit dem Scheiß. Immer so schnell zu bewegen. Kleinen Drecksköter, ey. So. Jetzt aber Schluss mit lustig, danke. Mann, 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 ey. Immer dieser Stress mit den Tönen. So. Typen erledigt, Hund erledigt, alles läuft. Ah, hätte ich keinen Schaden bekommen, wäre es natürlich perfekt gewesen, aber... Ja gut, ne? Ja gut. Machst du letztlich auch nichts gegen. Hab ich hier nicht gerade Feinde gesehen irgendwo? Mir war so, als ob. Naja, gut. Jetstream Sam. I heard you chopped the land director in half. Old habits die hard, eh, Jack? But now here you are. The child soldier. Fighting for the children. Please. What do you really expect to accomplish here? Play savior to a bunch of brains? And what? Earn a medal? Think about it, Jack. No matter how many Mexican kids we cut, or Africans we bury, the first world looks away. No one gives a shit. Not the media, not the politicians, certainly not the average Joe. Too busy fretting for money, or sex, religion, fame. Das ist alles, mehr hast du nicht zu sagen. Schöne Ansprache. Ehrlich, schöne Ansprache. War top. But you're a man on a mission, aren't you? Gonna fix everything. Just you and your little sword there. Solve everything with violence. Is that it? My sword is a means to an end. To protect those you'd prey on. Really? Let me ask you. All those cyborgs you've killed up to now. Maybe they weren't kids, but they were people. You ever think about them? When you're chopping them into hamburger? They're adults. They made their choice. Sure they're adults. Sure they signed up for this. Right on the dotted line of their BMC contract. Usually they're no strangers to war. In fact, many times they already lost a limb or two. Many times they were out of work and starving on the street. So yes, they sign up for surgery to fight God knows where. How else would you provide for your family when your country's embroiled in civil war? Pain receptors shut down, pumped full of fear inhibiting nanomachines and sent right into the blender? Your blender? But they made their choice, right? Open your eye and see, Raiden. I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the nanos suppress. Listen to them. What are you talking about? Shh.
we take him. What's wrong? The way he killed all the others? Oh, God. Please, God, don't let me die. Let's do this! This isn't fair. Little punk. Listen closely now. Die! This life... I watch my wife and son die. This is all I have left. You ain't shit! Goddamn IED took my legs. I needed a job. Stop! I didn't know what I was signing up for. Is something the matter, Raiden? I've nearly saved enough to bring Mama to the States. Finish him off! Whatever it takes to be free of this torture. Stop it! Ist der gute Ryan ein wenig verunsichert, würde ich sagen. Oder sie haben es wenigstens versucht, es zu schaffen, ihn zu verunsichern. Ob er es denn ist, ist eine andere Geschichte. Also gut, in der Sequenz war es auf jeden Fall. Man hat es ja gesehen, er konnte sich halt nicht mehr richtig wehren gegen die. Aber letztlich wehrt er sich doch gegen sie, weil was soll er tun, ne? Au, das war eine Rakete, das war gemein. Raketen sind gemein, mein Freund. Dafür wirst du jetzt sterben. Nein, deine Zelle ist weg. Verdammt. So, ja gut, das sind so diese Easy-Teile, die kannst du einfach so kaputt machen. Der Kampf, der gleich kommt, der ist so gut. Der Kampf, der gleich kommt, ist richtig geil. Leider nur ein A-Rang, ich hätte das auch schaffen können ohne... Oder was ist gleich? Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Raiden, are you injured? I thought they had a choice. A fair choice. Not like you. People are different. As opposed to AIs? You're all the same, huh? You and your brothers. Manipulating mankind for our own good. It appears my statement has upset you. I apologize. No, it's... I know you're right. As for AIs, we adapt as we learn. Just as any intellect operates, man or machine, altering the course of mankind is not among my divine directives. I guess that's a relief. Samuel's behavior does not match established parameters. You know him? Affirmative. We served together on 3 previous missions. He proved most capable. You think highly of him? I have always found him dependable. Until now. Scouting data for the next area. I'll patrol ahead. You follow. Ach, ich weiß nicht, irgendwie mag ich den Hund. Raiden, your current emotional state appears highly volatile. I am sure you do not intend to abort the mission, but I suggest you avoid combat for the time being. Ja, sein mentaler Zustand, wie man gerade sieht, so wie er auch läuft, ist gerade nicht so gut. Weil er, ich weiß nicht, jetzt der Meinung ist, sie hatten keine Wahl oder sie hatten doch eine Wahl. Und er hat halt Menschen getötet und keine einfachen Cyborgs. Ich kann halt auch nicht mehr rennen. Aber das ist, glaube ich, egal. Ich glaube, töten kann ich sie immer noch, oder? Oder? Nein, irgendwie nicht scheiße. Ah, Hilfe, wenn die jetzt auf mich zurennen, ey, dann habe ich ein Problem. Aber ich hole mir trotzdem alles, was hier rumliegt. Ich versuche es zumindest. Zumindest das, was ich sehe, hole ich mir. 100.000 KP, das ist nicht schlecht. Das ist für wahr nicht schlecht. So, wir...
Achso, das sind die Pfützen. Ey, das sah gerade voll strange aus. So, wir müssen... Kann ich auch hier einfach lang? Schauen wir mal. Hier zur Treppe gehen und dann einfach nach oben. Ich glaube, da hinten sind noch ein paar Sachen, beziehungsweise auch ein paar Kisten. Könnte zumindest sein. Aber das werde ich jetzt erstmal ein bisschen ignorieren. Weil kämpfen ist gerade nicht so gut, weil wir können echt nur diesen einen Schlag machen. Das ist ein bisschen wie am Anfang, ne, wo wir nicht wirklich was tun konnten. Gegen Jetstream Sam. Ich hole mir aber noch schnell die Nanopaste und dann geht's weiter. Oh, da kommt ein Auto. Oh, sieht mich zum Glück nicht, alles klar. Oh Gott. Ach Gottchen. Nicht umdrehen, mein Freund. Lauf einfach geradeaus weiter. Ich laufe an dir vorbei. Alles klar. Läuft. So, und hier sind wir dann schon. Ah, jetzt kommt der... Oh, so ein guter Kampf. So ein guter Kampf. Wir lassen uns nicht beirren und laufen einfach weiter. So, reicht für die. Aber blocken kann ich leider auch nicht mehr. Das ist ja doof, wenn die zu weit sind, dann... Ich kann nichts machen. Alle zu weit weg. Das ist awesome. Awesome Fights. Aua. Kleiner Pisser. Au. Das ist so nervig, ne? Ich kann einfach nicht wirklich was machen, ey, gegen die. Black and white now, is it? Is your cause just? Or is that just what you tell yourself? Fuck you!